Das Thema ist der 64-Bit-Compiler des C++ Builder XE3. Es hat in den letzten Tagen schon einige Veranstaltungen in Amerika gegeben, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir haben sehr lange darauf gewartet. Es gibt sehr viele Veränderungen durch den C++ Builder XE3 im 64-Bit-Modus. Und im Grunde genommen ist das auch nur ein erster Schritt auf einer ganz langen, Entwicklungsliste, der wir hoffentlich alle noch folgen können. Matthias hatte das angesprochen, ich bin Geschäftsführer der ADEX Systemhaus GmbH aus Berlin. Wir sind ein Softwarehaus, was rein auf die Entwicklung mit C++ spezialisiert ist. Wir sind seit vielen Jahren Embarcadero-Partner für den C++ Builder, entwickeln selber mit dem C++ Builder seit der Version 3 und mit C++ von Borland seit der Version 1 und mit Turbo C seit der Version 1.5. Also die Agenda ist zwar nicht 30 Jahre lang, die, wie Matthias gesagt hat, es sind nur 25, die mich mit der Entwicklung C, C++ mit Borland, CodeGear, Embarcadero in Verbindung bringen. Wie gesagt, ich bin Jahrgang 65, habe Diplom-Mathematiker studiert und bin leidenschaftlicher C++-Entwickler. C++ ist als Programmiersprache im Moment in aller Munde. Vor 2 Jahren noch ist man eher belächelt worden, wenn man sich mit C++ beschäftigt hat. Heute ist es wieder so, dass dank der kleinen Geräte, der Handys und der Tablets es doch einen gewissen Run auf die Entwicklung mit C++ gibt, wobei das schon immer so gewesen ist. Namhafte Universitäten in den USA, viele große Firmen sind mit der Entwicklung in C++ beschäftigt. Allen voran sicherlich Firmen wie Microsoft, auch wie Oracle, letztlich auch Apple, die sich zunehmend immer mehr in die Entwicklung mit C++ einbringen. Und insofern ist der neue Compiler als C++11-Compiler nur ein Folgeglied in einer langen Kette von Entwicklungen, die sehr spannend und sehr interessant sind. Es wird immer die Ahnenreihe von Borland erwähnt, der C++-Builder XE3. Wie gesagt, 25 Jahre Entwicklung für C und C++ im Hause Borland, später CodeGear und jetzt Embarcadero, die ihre Höhen und Tiefen hatten. Es gab sehr viele hervorragende Werkzeuge in dieser Reihe. Es gab einige Werkzeuge, die wir alle lieber vergessen würden, denke ich. Und mit dem XE3, mit der 64-Bit-Unterstützung, ist eine ganz neue Tür aufgeschlossen. Der Compiler basiert auf einem neuen Compiler-Backend, auf neuer Technologie. Und wir werden deswegen einiges beachten müssen. Als erstes steht die Frage, wenn wir uns mit dem Embarcadero beschäftigen, in den letzten Tagen habe ich einige Diskussionen geführt, warum macht man überhaupt noch, warum benutzt man überhaupt noch eine kommerzielle IDE, wie die von Embarcadero. Es gibt doch alles kostenlos, wir können doch alle Eclipse benutzen und wir können alle mit Minkwe programmieren. Welchen Vorteil bringt uns eigentlich eine kommerzielle IDE? Und da gibt es natürlich zwei Sachen, die ins Auge fallen. Das erste sind eine ganze Reihe von bestehenden Projekten, die sie weiter betreuen müssen. Aber das zweite ist natürlich, dass rund um die IDE sehr viele Sachen mit dazukommen, die unsere Arbeit erleichtern und unterstützen, die uns produktiver machen. Und dazu gehören sicherlich die Frameworks. Seit dem Builder XE2 gibt es ein bisschen Verwirrung. Es gibt ein zweites Framework. Neben der altbekannten VCL gibt es FireMonkey als neue Entwicklung. Und viele der Kunden, die wir haben, rufen uns immer wieder an und sagen, welches Framework sollen wir eigentlich verwenden? Sollen wir eher VCL nehmen? Sollen wir unsere bestehenden VCL-Anwendungen migrieren? Welche Unterschiede gibt es zu FireMonkey? Sollen wir neuere Programme mit FireMonkey beginnen? Und wir versuchen in dem Seminar oder in dem Webinar jetzt auch ein bisschen in diese Richtung zu gehen und wirklich zu sagen, wann lohnt sich der Umstieg? Wie sollten neuere Projekte beginnen? Wie einfach sind bestimmte Sachen umzusetzen? Wir beginnen auf jeden Fall mit C++. Embarcadero hat in den letzten Tagen Werbung gemacht und hat gesagt, ein Quellcode, verschiedene Plattformen. Wir leben in einer völlig offenen Zeit im Moment, während vor wenigen Jahren das Windows gab, Windows gab und Windows gab. Ist es heute doch so, dass andere Plattformen sich ihre Existenzberechtigung erkämpft haben und sicherlich auch gerade auf dem total spannenden Bereich der Tablets und der mobilen Telefone, der Smartphones, die immer mehr zu leistungsfähigen Computern mutiert sind.
Und das ist von allen Herstellern letztlich erkannt worden. Und unser Ziel muss das sein, dass wir Software aus einem Quellcode oder möglichst einem Quellcode, so hundertprozentig wird das sicherlich nie gehen, schreiben und trotzdem diverse Plattformen bedienen und das durch einfaches Umkompilieren. C++ wird immer ein nativer Compiler bleiben. Das heißt, es werden binäre Programme erzeugt und wir alle wissen, dass ein Programm, was für Windows geschrieben ist, nicht auf einer Linux-Maschine läuft und eben auch nicht auf dem Apple läuft und schon gar nicht auf einer ARM-Plattform. Das Ziel, was Empacadero hat, ist uns in die Lage zu versetzen, dass wir Programme aus einem Quellcode schreiben und diverse andere Geräte bedienen. Ich habe mal eine kleine Grafik aufgemacht. Wir starten mit C++. Wir haben die Möglichkeit, das Framework VCL zu wählen. Wenn wir das Framework VCL wählen und Sie folgen den Pfeilen, dann sehen Sie, Sie kommen zu Windows 32 und Windows 64 und an der Stelle ist Schluss. Da wird auch nichts weiterkommen. Die VCL ist ein Framework, was auf dem Windows API aufsetzt, was die Komponenten von Microsoft Windows benutzt, was sehr eng mit denen verknüpft ist, was dazu führt, dass Sie hervorragende Windows-Programme schreiben können, in einer total leichten Art und Weise, aber dass Sie nichts anderes können. Empacadero hatte in der Vergangenheit oder davor Borland einige Versuche gemacht, plattformunabhängige Frameworks zu schreiben. Wir können uns alle noch an Qlix erinnern und den Builder 6. Dann gab es zwischendurch eine Phase mit dem Builder X und WX WideGet. Dann hat man es dann nochmal versucht, eigentlich zum Builder XE, die VCL plattformunabhängig zu machen, musste dann aber feststellen, dass es nicht funktioniert. Und mit dem Builder XE2 und Delphi XE2 kam damals FireMonkey als völlig neues Framework. Mittlerweile haben wir FireMonkey 2 in der zweiten Version, weil wesentliche Fehler beseitigt wurden, Erweiterungen durchgeführt wurden und FireMonkey als Framework damit auch den Kinderschuhen entwachsen ist. Und wenn Sie jetzt von C++ in Richtung FireMonkey dem Pfeil folgen, dann sehen Sie, dass über die diversen Compiler Ihnen im Grunde genommen alle Möglichkeiten offenstehen. Das heißt, Sie können mit FireMonkey sowohl für Windows 32 und 64 Programme schreiben, Sie können mit dem Builder XE3 heute schon mit FireMonkey 2 für den Macintosh Programme schreiben. Vorsicht, da gibt es technische Einschränkungen, was die Versionen betrifft. Ich kenne mich mit Mac Computer nicht wirklich aus. Ich weiß aber, dass das System, was aktuell unterstützt wird, wohl ein relativ aktuelles ist. Und wir alle erwarten im Grunde genommen auf der Roadmap das sogenannte Mobility Pack, was in den nächsten Wochen oder Monaten erscheinen wird, was uns die Tore öffnet in Richtung iOS und Android-Entwicklung. Das heißt, dann können wir mit C++ aus unserem Quellcode heraus über FireMonkey mit einem neuen Compiler, der ähnlich wie der 64-Bit-Compiler auf der neuen Compiler-Architektur und damit auf C-Lang basieren wird, für die ARM-Prozessoren auf iOS und Android-Handys entsprechend Software schreiben. Und wenn Sie die Folien der letzten Tage genauer verfolgt haben, dann tauchen eben auch immer mehr andere Aussagen auf. Damit sind natürlich ganz rechts viele andere mögliche Wege dazugekommen, wie eine native Unterstützung von Windows RT. Und damit von Windows 8 mit allem, was dazugehört. Im Gespräch ist natürlich auch ein Compiler für macOS 64. Und es würde mich jetzt nicht doll wundern, wenn nicht auch bald eine Linux-Variante hinterherkommt. Und im Januar, Ende Januar, Anfang Februar, wird ja das neue BlackBerry mit dem BBQ10 rauskommen. Und der völlig neuen Architektur und all diesen Systemen, die wir da sehen, ist eine Sache gemeinsam. Sie basieren letztlich alle auf C++. Sie haben alle Schnittstellen für C++ und damit ist die Möglichkeit, eben gerade über so eine Compiler-Architektur, wie sie Empacadero jetzt gewählt hat und über das Einbeziehen eines Compilers wie der C-Lang-Architektur, möglich diese Plattform zu bedienen und für uns dann die Möglichkeit zu geben, aus einem unserer Anwendungen quasi auf beliebige Plattformen oder auf viele Plattformen, beliebig ist ja wieder so ein böses Wort, auf viele Plattformen zu portieren. Oh, jetzt sind wir schon wieder ein zu weit. Ich möchte auch gar nicht so lange mit Folien langweilen. Ich habe mir einfach vorgenommen, heute wesentlich mehr mit dem C++-Builder selber zu machen. Der C++-Builder XE3, wenn er startet, bietet sich im Grunde genommen das gewohnte Bild. Ich hoffe, dass Sie das jetzt auch alle sehen.
dass das Umschalten entsprechend geklappt hat. Sie haben die IDE, wie wir sie eigentlich seit ja, fast 10 Jahren kennen, damals gekommen mit der Java-IDE für den JBuilder und dann quasi auf alle Entwicklungsumgebungen übertragen worden. Und mit dem Builder 2006 dann im Grunde genommen auch für den Builder ja in der Produktlinie, die wir jetzt haben, übertragen. Sie sehen im Mittelbereich den eigentlichen Arbeitsbildschirm. Links und rechts sind die Außenbereiche für die Strukturansicht, den Objektinspektor. Ganz rechts haben Sie eine Projektverwaltung und im unteren Bereich ist die Toolpalette. In der Toolpalette können wesentliche Sachen eingestellt, ausgewählt werden. Die hat immer eine gewisse Intelligenz, was einem bei Computerprogrammen eher Angst machen sollte. Das heißt, in dem, was im Arbeitsbereich entsprechend zur Bearbeitung steht, wird die Toolpalette angepasst, ähnlich wie die Strukturansicht. Wir beginnen die Programme für den C++-Builder ganz normal. Das heißt, über Datei neu kann ich eine neue Anwendung beginnen. Wir hatten eben die Auswahl, entweder VCL oder FireMonkey. Ich nehme jetzt noch das alte einfach mal. Wir machen einfach mal eine VCL-Anwendung ganz zum Anfang. Ich wähle den Punkt entsprechend aus. Er öffnet ein Projekt auf der rechten Seite in der Projektverwaltung. Sie sehen, er hat ein Unit angelegt. Neu dazu, er legt immer eine PCH-Datei mit an, als Header-Datei, die er dem Projekt mit integriert. Das hat auch wieder was mit Ziellängen zu tun, was er jetzt in beiden Architekturen macht. Und wir landen in dem entsprechenden Design-Modus. Auf der rechten Seite in der Toolpalette jetzt die Möglichkeit der Auswahl. Das heißt, wir können jetzt entsprechend die Komponenten wählen. Hier gibt es ein Suchfeld für alle, die aus älteren Builder-Versionen doch wieder das Interesse an aktuellen Versionen haben und das nicht kennen. Früher war das so, dass die Toolpalette sich im oberen Bereich befand. Wie gesagt, jetzt haben wir sie rechts. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass jetzt natürlich auch eine Suche dazu da ist. Das heißt, wir können die Komponenten nicht immer in den vielen Registern suchen, sondern können relativ schnell an die Position kommen. Ich ziehe mir jetzt einfach mal ein Edit-Feld und ein Label auf die Oberfläche. Und Sie sehen, dass der Designer in der VCL-Variante entsprechend arbeitet wie bisher. Das Ganze ist immer noch ein 32-Bit-Programm, auch wenn ein 64-Bit-Compiler dahinter tickt. Und letztlich holen wir uns noch einen Button, den ich einfach mal mit in die Oberfläche nehme. Und wir haben jetzt im Grunde genommen eine kleine Anwendung schon zusammengestellt. Da ist noch keine Funktionalität drin. Ich möchte jetzt auch nicht großartig editieren. Ich speichere das Ganze ab. In ein entsprechendes Verzeichnis. Neuen Ordner. First Step. Das ist ja unser Hauptformular. Unser Projektdatei, die PCH-Datei, will er auch umbenennen jetzt. Nehmen wir das Projekt Test. Und das eigentliche Projekt brauchen wir am Ende natürlich auch. Das nennen wir auch wieder Test. Und wir haben die erste Windows-Anwendung geschrieben, ohne dass da jetzt Funktionalität hintersteckt. Zielplattform ist mit dem Builder XE3 standardmäßig noch Windows 32. Wenn ich das Ganze starte und ausführe, dann sehen Sie, dass er das Programm kompiliert. Es gab ja viele Diskussionen in letzter Zeit. C++ wird immer sehr lange kompilieren. Das ist gar keine Frage. Das liegt einfach schon daran, weil die Compiler sehr viel leisten. Und Sie sehen, unsere Anwendung ist auf dem Desktop entsprechend natürlich immer noch ohne Funktion und startet schon entsprechend. So schnell ist der Weg eigentlich zur ersten Windows-Anwendung und genauso schnell ist der Weg zur ersten 64-Bit-Anwendung. Wenn ich jetzt auf die rechte Seite gehe, sehen Sie die Zielplattform. Ich kann jetzt sagen, neue Plattform hinzufügen. Wir benutzen die VCL. Denken Sie an die Grafik. VCL heißt entweder 32- oder 64-Bit-Windows. Das bietet er mir jetzt auch an. 64-Bit-Windows und sagt, die ausgewählte Plattform soll gleich aktiviert werden. Starte das Ganze nochmal, er muss das natürlich komplett wieder kompilieren. Die Objektdateien sind anders, die ganzen Formate sind anders. Und Sie sehen, er linkt, führt das Programm aus und wir haben unser erstes 64-Bit-Programm. Jetzt können Sie natürlich sagen, das funktioniert sowieso nicht, das ist das gelbe Programm, wir schalten einfach blind um. Deswegen gehe ich einfach mal in die Ereignismethode für das Hauptformular, gehe in das onCreate-Ereignis hinein und sage jetzt ganz einfach, okay, wir müssen uns die Größe holen.
eine der wichtigen Geschichten ist, denken Sie daran, 64-Bit, 32-Bit, da sind Größenangaben unterschiedlich, da sind Typen etwas unterschiedlicher. Und C gibt es schon sehr lange, den Typ Size-T. Unterstrich-T immer ein Indiz dafür, dass der Typ aus der C-Welt kommt. Die benutzen nicht die Namensräume, sondern da hat man einfach mal gesagt, okay, alle neuen Typen, die eingefügt werden, werden mit Unterstrich-T gekennzeichnet. Und als Programmierer ist man gehalten, das entsprechend in seinen eigenen Typen nicht zu machen. Wir haben eine Variable i, ist gleich size of, nehmen wir uns einmal einen Int-Pointer und sagen hier einfach size of Pointer. Die Nachricht, die wir ausgeben wollen oder müssen, ist, wir müssen 8 mal i rechnen. Das Ganze ist eine Int-Zahl, die wir zum String machen. Ich benutze jetzt mal rein die VCL. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das eigentlich sonst nicht tun würde. Und über Caption geben wir die entsprechenden Informationen aus. Das heißt, in der Caption sollte jetzt eigentlich eine 32 und eine 64 stehen. Ich speichere das Ganze wieder ab, schalte mal um auf 32-Bit-Modus. Das heißt, ich aktiviere die 32-Bit-Plattform, führe das Programm aus und habe jetzt doch tatsächlich den ersten Fehler gemacht. Okay, mit dem Typ ein Problem. Klammer zu viel, kleines Programm, zwei Fehler, schon eine echte Leistung. Sie sehen hier im oberen Bereich steht jetzt die 32. Ich schalte auf den Task Manager, die Anwendung heißt Test. Dann sehen Sie Test, Stern 32, es handelt sich also wirklich um 32-Bit-Programm. Ich beende das Ganze wieder, aktiviere die 64-Bit-Plattform, starte das Programm. Sie sehen 64 oben. In den Task Manager. Der Weg in den Task Manager, der uns zeigt die Anwendung Test ohne die Stern 32 hinten dran. Es handelt sich also um echtes 64-Bit-Programm. So einfach ist der Umstieg von 32 auf 64-Bit. Sie können Projekte parallel fahren, wie Sie hier sehen. Ich kann wählen zwischendurch und habe im Grunde genommen die Möglichkeit, sowohl 32 als auch 64-Bit zu wählen. Ich wechsle jetzt mal eine andere Präsentation ganz kurz, und zwar in die offizielle Präsentation zu dem BuildXE364 aus Amerika, aus der ich einige Folien einfach mal rausgezogen habe. Jetzt sehen Sie eine ganze Reihe neuer Eigenschaften. Der neue Compiler wird beworben, und das zu Recht, als einer der am weitesten C++11 kompatiblen kommerziellen Compiler. C++11 ist ein neuer Standard, der letztes Jahr verabschiedet wurde, der über viele Jahre entwickelt wurde, in sehr enger Arbeit, also die Standardisierungsprozesse, die Don Thomas beschrieben hat, in den Gruppen alle zwei Monate, wo sich zusammengesetzt wird. Stimmen- und Vetorechte entstehen doch nur aus einer aktiven Zusammenarbeit, haben diese neuen Spracherweiterung gebracht. Ein Ziel der neuen Spracherweiterung war die leichtere Erlernbarkeit. Tatsächlich ist sehr viel Funktionalität dazugekommen. C++ als Sprache wird kompakter, wird teilweise lesbarer für alle, die sich mit der neuen Syntax die angefreundet haben, die nicht nur objektorientiert programmieren, sondern die sich eben auch mit der Metaprogrammierung beschäftigt haben. Weil viele dieser neuen Eigenschaften basieren eben komplett auf diesen neuen, auf der Metaprogrammierung. Und Sie sehen, dass die Liste der neuen Eigenschaften eben wirklich sehr lang ist. All das, was Sie sehen, wird zu 99,1% durch den neuen C++-Compiler von Empagadero unterstützt, allerdings nur im 64-Bit-Modus. Da
der alte, der 32-Bit-Compiler ist der alte BCC32, wie wir ihn seit vielen Jahren kennen, der auch nicht mehr erweitert wird oder nicht mehr großartig erweitert wird, der sicherlich am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist. Ich habe am Montag auf der CodeRage die Frage gestellt, was mit 32-Bit passieren wird, ob die Unterstützung entsprechend kommt, und die Aussage war relativ kurz und eindeutig, es steht auf der Roadmap. Auch für 32-Bit wird es in absehbarer Zeit, so denn Gott will, einen entsprechenden neuen Compiler geben, sodass wir uns auch auf die neuen Eigenschaften stürzen können. Also wie gesagt, der C++11 Standard wird in dem BCC64 Compiler unterstützt. Wir können sowohl VCL als auch FireMonkey wählen. Für die neuen Compiler wird die aktuelle Dinkumware SDL, die steht hier Standardbibliothek, von der SDL spricht man eigentlich nicht mehr, für die beiden neuen Standards in der Version 5.3 unterstützt und verwendet. Es gibt eine ganz kleine Einschränkung und die bezieht sich auf bestimmte Thread-Eigenschaften, die nicht aktiviert sind, mit Futures, Promise und asynchronen Funktionen. Ansonsten wird die Bibliothek eigentlich relativ komplett unterstützt. Aktuell wird Boost Version 1.50 unterstützt. Aktuelles Release ist 1.52. Hier wird es in den nächsten Tagen sicherlich auch eine Erweiterung geben, weil während der CodeRage auch schon mit der Aussage gearbeitet wurde, die 1.52 wird schon unterstützt. Aktuell wird die 1.50 mit ausgeliefert. Und wie jeder C++-Compiler ist natürlich ein sehr optimierter Code, der erzeugt wird. C-Lang ist ein Projekt, von dem vielleicht viele noch nichts gehört haben, was aber auch seit 7 Jahren als großes Projekt läuft, was ursprünglich von Apple angestoßen wurde, um aus dieser Objektiv-C-Ecke rauszukommen. Der C-Lang, der original C-Lang-Compiler, kann sowohl C++ als auch C als auch Objektiv-C übersetzen. Und das gibt eben die Möglichkeit, dass auf der einen Seite das macOS natürlich in C++ implementiert ist, auf der anderen Seite sehr viele Erweiterungen aber in Objektiv-C geschrieben sind, diesen Spagat quasi wieder aufzulösen. Und Embarcadero hängt sich jetzt an dieses offene Framework mit rein. C-Lang kann auch sehr viele Metriken, sehr viele Audits liefern und kann sehr viele andere Dinge machen. Das heißt, man steckt technologisch also wirklich auf einer sehr aktuellen, sehr neuen und sehr modernen Architektur. Diese Folie zeigt im Grunde genommen, was ich Ihnen gesagt habe. Sie haben auf der einen Seite Standards, Sie haben Werkzeuge und Bibliotheken. Über die Übersetzer wird es eine Code-Generator-Architektur angestoßen. Eine ähnliche Folie habe ich schon vor 10 Jahren das erste Mal gesehen mit dem Builder X. Da gab es schon ein Projekt, wo man im Grunde genommen ähnliche Schritte gegangen ist, dass man gesagt hat, ich habe auf der einen Seite den Parser, der mir ein Binary erzeugt, nicht als Binary, als ausführbar, sondern als Metadatei, und habe auf der anderen Seite einen Code-Generator, der mir das auf die jeweilige Plattform bringt. Und im Moment im Ziel klar Windows und Macintosh als die beiden wichtigsten Desktop-Systeme und natürlich die ARM-Plattform iOS und Android, und sicherlich werden viele andere Sachen bald folgen. Es werden sehr viele Bibliotheken unterstützt. SDL muss eigentlich nicht mehr erwähnt werden, weil die gehört zu C++. Boost ist der Bereich, aus dem ja sehr viele der neuen Erweiterungen kommen, eine Royalty-Free-Bibliothek, die von den Mitgliedern des ISO C++-Komitees selber teilweise entwickelt wird. ACE ist eine Bibliothek, die aus, ich glaube, Louisiana kommt, von der Washington University, wo im Grunde genommen mit verteilten Algorithmen, verteilten Sachen gearbeitet wird. Und ACE kennen vielleicht wenige, aber Tau, der ACE-Orb, ist sicherlich einigen ein Begriff. Das ist eine freie Korba-Implementierung. Wie gesagt, VCL unterstützt 32-Bit und 64-Bit Windows. Sie haben Windows 8 Styles. Viele fragen immer wieder und sagen, naja, läuft das jetzt unter Windows 8? Ja, es läuft unter Windows 8, aber nur solange wieder ein Intel drunter ist. Tatsächlich handelt es sich natürlich nicht um Windows RT-Programme und damit laufen sie auch nicht auf den ARM-Desktops. Sie haben nur das Look and Feel quasi dargestellt. Sie haben diverse Unterstützung. Wenn Sie mit FireMonkey arbeiten, wird die Liste länger, weil eben auch mehr Plattformen unterstützt werden. Das heißt, Sie unterstützen zusätzlich macOS und zukünftig eben auch andere Sachen. Und gerade wenn Sie im Handybereich sind, wird es ja wichtig, dass auch entsprechende APIs unterstützt werden, die in Handys eben üblich sind, sei es eben der GPS-Empfänger,
Neigungssensoren und ähnliches, die entsprechend zur Verfügung stehen. Im Grunde genommen ist hier nichts Neues dazu gekommen an Aussage. DIN-COM wäre Standardbibliothek. Wie gesagt, der C++ 32 ist im Grunde genommen der Compiler, wie wir ihn im XE2 oder im XE schon kennen. Damit unterstützt er eben auch nur die Version 5 von DIN-COMware, unterstützt auch nur die Version 1.39 der Boost-Bibliothek. Da hat sich nichts dran geändert. Wie gesagt, Boost-Bibliothek immer wichtiger geworden, weil sehr viele der Neuerungen eben aus Boost kommen, aber auch, weil sehr viele nützliche Funktionen mit im Spiel sind. Und seit Alistair Merrick das Produktmanager für den Empagadero C++ Builder war, in den Jahren 2007 bis 2010, glaube ich, und Alistair ja im Bereich der Standardisierung sehr aktiv ist und auch im Bereich der Boost-Bibliotheken sehr aktiv war, unterstützt der C++ Builder ja Teile der Boost-Bibliothek. Auch hier wieder die schöne Aussage, der 64-Bit-Compiler ist natürlich, weil es ein standardkonformer Compiler ist, in der Lage, sehr viel mehr Teile der Boost-Bibliothek zu nutzen, als es der adaptierte 32-Bit-Compiler war. Es gibt eine Reihe von Unterschieden, die Sie beachten müssen. Das hat was mit dem Wechsel jetzt natürlich von 32 auf 64-Bit zu tun. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Sie sind. Ich habe damals den Umstieg von 16 auf 32-Bit noch erlebt in den 90er Jahren. Auch damals hat Empagadero bzw. Borland als Vorgänger ein hervorragendes Tool gehabt, wo man beides parallel konnte. Und man muss jetzt natürlich einige Sachen beachten. Alle Zeiger, die im alten System 32-Bit als Größe hatten, sind jetzt 64-Bit. Deswegen muss man aufpassen, der Int-Typ, der eigentlich immer maschinenabhängig sein sollte, sprich 16-Bit Short, als 32-Bit als Long-Wert und als 64-Bit eben als Long-Long-Wert kommen könnte oder sollte, hat man sich entschieden, das nicht zu tun. Das heißt, der Int-Typ bleibt klammheimlich auf 32-Bit. Wenn Sie jetzt in Ihrem Programm also anstatt mit dem Typ Zeist einen Int-Wert verwendet haben, um sich Größenangaben von Zeigern oder auch von anderen Datentypen zu holen, dann haben Sie jetzt ein Problem. Weil die Typen passen eigentlich nicht mehr zueinander. Das heißt, Sie müssen in Ihrem Programm wirklich aufpassen, dass Sie dieses Zeist-T verwenden, immer dann, wenn eine Größe eine Rolle spielt. Wir haben gesehen, ich habe es auch noch falsch gemacht, eben damit ich schneller rechnen kann. Aber das ist eine gewisse Gefahr, auf die man achten muss, dass man eben mit den verschiedenen Datentypen sich auch Veränderungen im Programm einfängt. Der berühmte Compiler-Schalter unterstrich Win32 ist in beiden Systemen definiert. Auch das ist natürlich eine gefährliche Geschichte, wenn man sagt, okay, wenn das Win32 macht, auch das hat wieder was mit Aufwärtskompatibilität zu tun. In vielen alten Programmen ist dieser Schalter drin, um sich von 16-Bit-Programmen abzugrenzen. Wenn Sie jetzt ein 32-Bit-Programm haben, was diesen Schalter verwendet und Sie kompilieren dieses Programm neu, dann würde das auf der 64-Bit-Plattform plötzlich nicht mehr funktionieren. Tatsächlich ist es aber so, dass 32-Bit-Programme ohnehin unter 64-Bit laufen und Ihre Programme, ich sag mal, in vielen Teilen auch rekompilierbar sind auf die neue 64-Bit-Architektur und der Compiler-Schalter würde Ihnen im Grunde genommen ja Unmengen an Nacharbeiten bescheren. Deswegen hat man sich entschlossen, diesen Compiler-Schalter einfach zu lassen. Das heißt, auch in der 64-Bit-Kompilierung ist der Compiler-Schalter Win32 gesetzt. Parallel dazu gibt es einen Win64 als Compiler-Schalter, der nur für 64-Bit-Ziele definiert ist. Sprich, wenn Sie jetzt Code-Unterscheidungen machen müssen zwischen 32 und 64-Bit, da werden Sie nicht drum herum kommen, schon alleine, weil der neue Compiler, der 64-Bit-Compiler ja eine ganz andere Sprachmächtigkeit hat, viel mehr Sachen unterstützt. Wenn Sie das entsprechend unterscheiden wollen, müssen Sie den Compiler-Schalter unterstrich Win64 verwenden, um entsprechende Sachen zu schalten. Die APIs sind sehr ähnlich zwischen 32 und 64-Bit. Natürlich ist es so, dass ein 64-Bit-Programm immer die 64-Bit-API verwenden muss und dass bestimmte andere Sachen unterstützt werden. Was Typbibliotheken betrifft, die Frage kommt wirklich sehr oft. Ich benutze Microsoft Word, ich benutze Excel, ich benutze irgendwelche anderen Geschichten als COM-Server, als Typbibliothek. Da spielt die Plattform keine Rolle, weil COM rein theoretisch auch unter Linux laufen würde. Und auch einen Linux-Rechner könnten Sie ja über COM entsprechend dann ansprechen. Das ist gerade die Idee, die dahinter steckt. Also die entsprechenden Typbibliotheken sind nutzbar. Die
DLLs an sich, normale DLLs, müssen immer in derselben Art und Weise kompiliert sein. Sprich, eine 32-Bit-DLL läuft mit einer 32-Bit-Anwendung. Eine 64-Bit-DLL läuft dann nur mit einer 64-Bit-Anwendung. Jetzt werden Sie natürlich sagen, was ist, wenn ich eigene Komponenten entwickle? Die IDE, wie wir sie gesehen haben, ist eine 32-Bit-IDE. Ich möchte ein 64-Bit-Programm schreiben. Das heißt, im Designer, im Formulardesigner brauchen Sie immer eine 32-Bit-Variante, damit es entsprechend mit angezeigt wird, für alle, die die selber Komponenten schreiben. Also wie gesagt, bei den Ereignisroutinen sind die Parameter entsprechend angepasst. Auch das ist nichts Unerwartetes. Wie gesagt, jetzt sind oft Zeiger, das sind Handles, die jetzt von 32 auf 64 Bit gehen. Und jetzt spielt sich der Reiz eben auch aus, dass man gesagt hat, okay, ich habe ein L-Result, ich habe ein W-Param, ich habe ein L-Param, das sind alles Type-Defs auf entsprechende andere Datentypen, dass die für die 64-Bit-Variante sich entsprechend umschalten können. Also wie gesagt, es hat sich sehr vieles verändert. Das Backend ist komplett ausgetauscht. Auch hier wieder diverse Unterschiede, die einfach erwähnt werden müssen, dass man unterscheiden muss, und das werden Sie im Quelltext später auch sehen, dass man eben bestimmte Dinge nicht machen kann mit dem alten Compiler, die mit dem neuen gehen. Nichtsdestotrotz ist Borland C als Define wieder entsprechend gesetzt. Die gegenwärtige Version ist 0650, also diese 6.5, die entsprechend auch wieder abgefragt werden muss, wenn man unterscheiden will zwischen verschiedenen Versionen. Also wenn Sie längere Projekte haben, die Sie noch parallel mit dem, nehmen wir mal den ganz bösen Builder 5, der ja sicherlich out of life ist, und Sie wollen jetzt einen aktuellen Compiler haben und Sie wollen nicht alles, das Projekt komplett migrieren, dass Sie die Möglichkeit haben, über diesen Compiler-Schalter neuere Teile und ältere Teile voneinander zu trennen. Also die präkompilierten Header-Dateien, das haben Sie schon gesehen, arbeiten unterschiedlich. Deswegen gibt es diese Projekt-PCH.h-Datei, die für jedes neue Projekt, für jede Plattform entsprechend generiert wird, um diese präkompilierten Header auseinanderzuhalten. Das Objektformat ist natürlich ein anderes, während der Win32 das OMF-Format verwendet. Leider ja nur Delphi, C++-Builder, was ja dazu führt, dass wir mit vielen Fremdprogrammen gar nicht so agieren können, wie wir das eigentlich könnten. Arbeitet der BC64-Compiler mit dem ELF-Format, schreibt sogenannte .o-Dateien anstatt der Objektdateien, und die LIBs, wie wir sie kennen, werden zu .a-Dateien. Auch das wieder was mit Plattformunabhängigkeit zu tun. Und man muss aufpassen, wenn man Referenzen auf LIB-Dateien hat und Objektdateien hat, dass die entsprechend auf die A- und O-Dateien geändert werden. Vorsicht vor diesen Pragma-Links, die im C++-Compiler schlummern, wo oft mit Objektdateien direkt gearbeitet wurde, da müssen die Extensions alle einfach nur entfernt werden, was dazu führt, dass der Compiler sich die passende selber sucht. Also das ist die gute Nachricht dabei. So, wieder zurück zu unserem C++-Builder, zu unserer IDE. Wir haben unsere erste Anwendung immer noch mit der VCL. Ich schließe die Anwendung jetzt einfach mal und sage, okay, wir machen dasselbe für FireMonkey, Datei neu, die FireMonkey Desktop-Anwendung für den C++-Builder. Jetzt öffnet sich so ein Assistent, wo wir unterscheiden müssen zwischen einer HD- und einer 3D-Anwendung. HD-Anwendung ist eigentlich die Umschreibung für zweidimensionale Anwendungen, wie wir sie kennen. In der Art und Weise ähnlich wie die VCL-Anwendung. Bei einer 3D-Anwendung wird es ein bisschen komplizierter, weil wir dann mit dreidimensionalen Layern arbeiten, dann brauchen wir aber auch Lichtquellen, Kameras und ähnliches. Deswegen wähle ich jetzt einfach die HD-Anwendung aus. Auch hier öffnet sich wieder die Projektverwaltung. Sie sehen im Grunde genommen denselben Aufbau. Der Designer sieht ein bisschen anders aus. Sie erkennen das schon daran, dass hier keine Symbole drin sind, dass die Fläche selber weiß ist. Aber das Spiel an sich ist dasselbe. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mein Edit-Feld, ziehe das auf die Oberfläche, nehme mir ein Label, ziehe das auf die Oberfläche und hole mir einen Button und ziehe die auf die Oberfläche. Speichert das Ganze wieder,
unter unserem Ordner. Und jetzt ist das das Mainform FMX. Damit die sich nicht kreuzen, hier auch die entsprechende FMX mit dran, und die Anwendung nenne ich jetzt einfach mal Test FMX. Und Sie sehen, im Grunde genommen ist die Anwendung auch hier fertig. Ich kompiliere das Ganze, starte die Anwendung. Und Sie sehen, ähnlich wie bei der VCL-Anwendung, ist die Funktionalität da, der Weg in die FireMonkey-Anwendung letztlich genauso einfach wie in die VCL-Anwendung. Ich weiß, dass da viel mehr zu beachten ist, was man berücksichtigen muss. Und ansonsten ist ähnlich wie mit der VCL, das alles auf Komponenten aufgesetzt. Unter Windows ist es so, dass da letztlich die Ankopplung an die Windows-Komponenten hintersteckt. Das heißt, das Edit-Feld wird nicht durch die VCL gezeichnet, sondern wird an Windows gegeben mit dem Auftrag, mal da mal ein Edit-Feld. Das wird von Windows selber verwaltet. Und das Programm und diese Windows-Komponente tauschen ihre Informationen über die Botschaften aus. Über Send Message, EM, Set Text wird zum Beispiel die Texteigenschaft eines Edit-Feldes gesetzt, über das entsprechende Handle hat. Das ist alles recht umständlich gewesen, deswegen war die VCL hier ein guter und schneller Weg. FireMonkey ist so, dass die Komponenten alle selber gerendert und gezeichnet werden. Sonst wäre auch diese Plattformunabhängigkeit gar nicht da, weil die Art und Weise, wie Windows mit den Komponenten umgeht, gibt es eben wirklich nur unter Windows. Und insofern ist es jetzt so, dass alles, was Sie auf dem Bildschirm sehen, wirklich durch die Anwendung selber gezeichnet wird. Unter Windows passiert das mit DirectX. Auf einer macOS-Plattform passiert das mit OpenGL. Und was immer man auf den Handy-Plattformen nehmen wird, um das entsprechend zu zeichnen, werden wir sehen. Das heißt, das Programm übernimmt die komplette Darstellung dieser Anwendung und die Eigenschaften, so wie sie früher zwischen Windows und den Komponenten ausgetauscht werden, werden jetzt quasi simuliert, um die Art und Weise entsprechend zu erhalten. Das ist immer dieser Satz, der dann kommt, dass eine FireMonkey-Anwendung die GPU unterstützt, also die die Grafikkarte entsprechend unterstützt. Das setzt natürlich voraus, dass Sie in Ihren Rechnern auch eine Grafikkarte haben. Auf älteren Maschinen, die ohne Grafikkarte, die mit so einem Intel-Simulator oder auf dem normalen Chipsatz laufen, werden unter FireMonkey sehr langsam, weil natürlich eine zusätzliche Last entsteht. Ich habe in den letzten Tagen einfach mal ein paar Programme ausprobiert. Eins davon möchte ich Ihnen zeigen. Relativ simples Programm, das ist ein VCL-Programm. Sie haben auf der rechten Seite zwei Button, einmal den Button Berechnen, einmal Test. Sie haben Edit-Feld, Sie haben eine Checkbox und Sie haben so einen Taskbar-Einsteller, um entsprechende Sachen einzustellen. Das Ganze ist als 32-Bit und als 64-Bit-Programm kompilierbar. Sie sehen auf der rechten Seite die Projektverwaltung. Da gibt es eine Tool-CPP-Datei, der eine klassische Funktion ist. Keine Klasse, ist einfach eine globale Funktion, die heißt Runde M. Globale Funktionen brauchen wir entsprechende Prototypen, die in der H-Datei stehen. Am Montag war das Gespräch David I. mit Janis Dostrup. Janne ist gefragt worden, ob Vererbung überbewertet ist in der heutigen Zeit. Und es kam eine sehr interessante Aussage von ihm. Er hat eigentlich gesagt, sinngemäß, dass nicht die Vererbung überbewertet ist, sondern die Objektorientierung überbewertet ist. Ich will jetzt auch kein Credo gegen die Objektorientierung halten, das lege mir fern. Ich bin eigentlich, was Objektorientierung betrifft, auch ein sehr großer Fan. Es geht einfach um die Aussage, dass man nichts tun muss, was man nicht braucht. Und dieses Paradigmendenken, es muss alles ein sauberes, objektorientiertes Programm sein, es muss sauber funktional programmiert sein, führt dazu, dass wir uns in unsere Programme sehr großen Overhead einhauen. Und wir müssen einfach wieder lernen, dass weniger mehr ist und dass wir nur das nutzen oder das machen, was wir wirklich brauchen. Und das kann in vielen Fällen eben auch noch ein alter strukturierter Ansatz sein. In den vielen anderen Fällen ist es sicherlich die Metaprogrammierung und sind es die Templates. Hier, wie gesagt, einfach eine Bibliothek, die eingekoppelt ist. Ich habe es mal ganz bewusst gemacht, weil wir in unseren Schulungen immer wieder erleben, dass Kunden kommen und sagen, ich darf doch keine globale Funktion schreiben.
Wenn wir fragen, warum dürfen Sie keine globale Funktion schreiben, da steht in dem und dem Buch drin. Und das ist meine Antwort eigentlich immer, das Buch hat wahrscheinlich jemand geschrieben, der Java programmiert. Die haben gar keine globalen Funktionen und die haben keine globalen Daten. Der Missbrauch ist das Problem, nicht der Gebrauch. Ich habe zusätzlich einfach mal mir Hilfsklassen dazu geschrieben. Sie sehen, das lässt sich auch alles frei weg kombinieren. Ich habe für Positionsangaben in Grad, Minuten und Sekunden mir eine entsprechende Klasse geschrieben. Ich habe einen Ausgabeoperator geschrieben. Diverse Konstruktoren. Eine ganz wichtige Bedeutung in der heutigen Zeit erhält dieser Konstruktor, der die Daten vollständig initialisiert. Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, okay, schreibt diese Konstruktoren. Die sind immer hilfreich, um einzeilig entsprechend Daten zu initialisieren. Er bekommt heute eine ganz neue Bedeutung. Wenn Sie mit der SDL gearbeitet haben, war eines der größten Probleme das Einfügen von Daten in die SDL. Eine der neuen Eigenschaften, die der neue Compiler bringt, sind die sogenannten Initialisierungslisten, die wir gleich sehen, die nur funktionieren, wenn Sie solche Konstruktoren haben, die die Daten auch initialisieren. Eine Sache, die noch neu ist, die Sie im oberen Bereich gleich sehen, ich habe jetzt die Möglichkeit, nicht nur die Datentypen mit den Bezeichnern entsprechend anzugeben und später im Konstruktor zu initialisieren, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, mit dem neuen C++-Standard an Ort und Stelle sofort eine Vorinitialisierung zu machen. Das heißt, ich muss nicht extra einen Konstruktor schreiben. Das sehen Sie auch in dieser Zeile, es ist gar kein Konstruktor mehr da, sondern ich initialisiere den einfach mit dem Standard. Ich muss also eine Grundinitialisierung der Daten in diesem Fall gar nicht mehr vornehmen, sondern habe hier im Grunde genommen nur noch die anderen Varianten. Wenn Sie Gradangaben haben und ich weiß nicht, welche Hobbys Sie haben, ich habe es zwar nicht als Hobby, aber ich habe sehr viel darüber gelesen als Mathematiker, ist natürlich Geocaching immer wieder eine Rolle, GPS-Koordinaten, mit denen wir rumhändeln, es geht hier ja darum. In diesem Programm werden oft auch als dezimale Gradzahl angegeben, dann haben Sie einen Doppelwert als Parameter, ich habe einen Kopierkonstruktor und damit das eine vollständige Klasse wird, habe ich einen virtuellen Destruktor. Immer wenn Ableitungen im Spiel sind, ist ein virtueller Destruktor ganz wichtig in C++. Der Vorteil einer virtuellen Methode ist, dass das C++-RTTI damit funktioniert. Also C++-RTTI, so wie die Sprache C++, das wird ja fast 20 Jahren beherrscht, funktionieren immer nur für Klassen, die mindestens eine virtuelle Methode haben. Ich habe Zuweisungsoperatoren, Vergleichsoperatoren, Selektoren, Umrechnungen für die entsprechenden Grad, Dezimalgrad nach links und rechts und ich habe eine Vergleichsfunktion. Geografische Koordinaten bilden sich immer aus zwei Positionen. Ich brauche immer die Länge und die Breite. Das ist eine zusätzliche Klasse, die das Ganze abspiegelt und hier unten sind ein paar Hilfsfunktionen und ein paar Hilfstypen, die ich mir entsprechend aufbaue. Unter anderem gibt es hier ein Map, das mit einem String indiziert ist, der Ortsname entsprechende Positionen als Angaben hat. Und ich wechsle jetzt mal ins Hauptprogramm und dann sehen Sie, was neues C++ ausmacht. Das Initialisieren dieser Orte in einer Syntax, wie wir sie eigentlich von C-Arrays her schon kannten, aber wie sie in C++ eben nicht möglich waren. Und damit können wir jetzt im Grunde genommen sehr weitreichende Sachen zusammenbauen. Sie müssen jetzt immer Klammern zählen. Das ist das komplette Feld, was bis hier unten irgendwo reicht. Das ist die erste Klammer. Die zweite Klammer, die Sie sehen, reicht bis hier hinten. Das ist die komplette Map. Dann kommt der erste Parameter der Map, das ist der String, Komma, dann kommt der zweite Parameter, das sind zwei Positionsangaben. Und wenn ich jetzt nochmal in die Koordinaten reingehe, dann sehen Sie, hier gibt es einen Konstruktor, der beide Positionsangaben annehmen kann. Und eine Positionsangabe, hier haben wir diesen Konstruktor mit drei Werten, der auch wahlweise nur zwei oder einen Wert, damit Default-Parametern bestückt ist. Das heißt, das ist dieser erste Part, der mit Komma getrennt ist, das ist der zweite Part und diese Klammer hat quasi den Second-Bereich der Map entsprechend geschachtelt oder ja, eingeklammert. So, damit habe ich jetzt eine Reihe von Orten, die ich einfach mal eingegeben habe, wenn ich das Programm ausführe. Ich habe jetzt keine Lust zu zählen, sehen Sie, dass diese Orte auch gleich in den Speicher geladen werden, dass die entsprechend visualisiert werden. Und wenn wir nach unten gehen, sehen Sie, 275 Orte sind auf diese Art und Weise initialisiert worden und stehen zur Verfügung. Das Ganze passiert über die Form-Create-Methode.
wo die entsprechenden Felder gesetzt werden, wo der Zeilenbereich gelöscht wird im Vorfeld, wo die Orte hier aufgebaut werden. Auch hier gleich wieder eine neue Eigenschaft des neuen C++-Compilers, die neue Vorschleife, als Range-Based Loop oft bezeichnet. Die neue Vorschleife funktioniert so, dass Sie hier vorne den Iterator, den dereferenzierten Iterator als Rückgabewert haben, gefolgt vom Doppelpunkt und dem Container. Das funktioniert für alle Container, die mit Beginn und End arbeiten. Und die nächste Eigenschaft des neuen C++-Standards ist das Schlüsselwort Auto, was sehr praktisch ist. Der Compiler wertet aus, was hier als Rückgabe zurückkommen würde. Das macht der Compiler. Und setzt diesen Typ während der Kompilierung ein. Das heißt, Orte, wenn wir mal gucken in unsere Koordinaten, ist eine Map gewesen. Hier haben wir sie. Das heißt, der Rückgabewert dieser Konstruktion muss ein Iterator sein. Ein dereferenzierter Iterator vom Typ Map Orte Const Iterator. Das heißt, im alten C++-Standard würde diese Vorschleife so aussehen. Vor. Benutzt man nicht das TypeTab, damit man den Kontrast wirklich mal sieht. Von dem den Iterator it ist gleich Orte.Begin, solange wie der Iterator ungleich Orte.End ist, solange soll er immer um einen weitergehen. Und hier drin müssten wir uns eine Variable nehmen von dem Typ, der hinten drin enthalten ist. Also das wäre der Value-Type. Und könnten den Iterator quasi dereferenzieren. Und könnten jetzt sagen, unsere konstante Referenz Ort ist gleich der Inhalt des Iterators. Das heißt, diese beiden Zeilen, die Sie hier sehen, gehen in dem neuen For-Statement quasi entsprechend auf. Und ich muss jetzt auch nicht überlegen, was ist das immer für ein Typ, welchen Typ muss ich da wählen, sondern der C++-Compiler, der Compiler wählt das für mich entsprechend bei der Kompilierung aus und sagt, Schlüsselwort Auto, guck, was ist auf der rechten Seite des Ist-Gleichzeichens bzw. der Zuweisung und dieser Typ wird entsprechend angesetzt. Also auch wie gesagt hier eine ganze Menge von Schreibaufwand, den wir nicht mehr machen müssen, der uns entsprechend ja, Ersparnis bringt. So, damit ist dieses Bild, wie wir das haben, entsprechend gefüllt. Sie können, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, ich zeichne gleich meine E-Mail-Adresse, schicke ich Ihnen das Beispielprojekt, deswegen müssen wir uns das jetzt nicht so hundertprozentig angucken. Es rechnet auch nicht sonderlich genau, es geht einfach nur um den Fakt an sich. Ich habe also auch die Möglichkeit, jetzt einfach für bestimmte Orte die Entfernung in Luftlinie auszurechnen, das entsprechend aufzulösen. Und das, was ich Ihnen jetzt aber zeigen will, ist das Generieren von Testwerten. Sie sehen hier, gibt es eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn auf dem Schalter entsprechend geklickt wird, generiert er eine Reihe von Testwerten und guckt im Grunde genommen, wo ist dieser Bereich, welcher Ort, den er aus dieser ersten Liste hat, ist ihm am nächsten. Hier sehen Sie eine neue, weitere Eigenschaft des neuen C++-Standards. Das ist die Möglichkeit, mit sehr weitere Möglichkeit, Zufallszahlen zu erzeugen. Natürlich ist die Eigenschaft, wie das Ganze passiert, sehr stark an C++ wieder ausgerichtet und damit an Templates. MT19937 ist ein Standard für Zufallszahlen, den ich mir jetzt einfach mal als Zufallszahl nehme. Der wird entsprechend initialisiert auf dem Random Device. Variablename ist da RD. Das sind alles Funktionsobjekte, das heißt, über die Klammern kommt man an die eigentlichen Daten ran. Ich möchte eine Gleichverteilung von Dezimalzahlen haben, von gleichverteilten Zufallszahlen in dem Bereich, der entsprechend berechnet wurde. Das heißt, das Programm geht am Anfang, wenn Sie gucken, hier rein und berechnet sich die Ausdehnung. Das heißt, den Ort, der am weitesten links liegt, den Ort, der am weitesten rechts auf der Karte liegt, der am weitesten oben liegt und der am weitesten unten liegt. Das sind die vier Koordinaten. Und mit diesen Koordinaten werden hier Zufallszahlen generiert. Das heißt, im Grunde genommen sollten alle Orte befinden sich in Deutschland, nur möglichst deutsche Orte gefunden werden. Das ist natürlich nicht stimmt. Sie wissen, das ist alles ein bisschen ausgezackt. Und
Bei diesem Verfahren kann das gar nicht funktionieren. Ich habe jetzt im Grunde genommen mir eine bestimmte Anzahl, der wird hier als Parameter übergeben, von Zufallszahlen erzeugt, Vergleich mit dieser Struktur Orte, die wir oben initialisiert haben, welcher Ort am nächsten liegt, und gebe das entsprechend aus. Dabei wird die Funktion Entfernung hier aufgerufen. Und im Grunde genommen geht es darum, wie gesagt, das sollen Sie jetzt gar nicht verstehen, oder müssen Sie jetzt gar nicht verstehen, was am Detail passiert, aber ich will Ihnen eine weitere ganz wichtige Eigenschaft des neuen C++-Compilers und der Standards zeigen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, ich mache jetzt mal nur 10.000 Testdaten erzeugen, möchte den entsprechenden Abgleich machen und ich drücke auf den Testschalter, dann sehen Sie, dass er mir jetzt 10.000 Zufallszahlen erzeugt und in 2 Sekunden die Berechnung fertig hat und diese Ausgabe selber nochmal 2 Sekunden dauert. So. Ich erhöhe jetzt die Zahl wieder, drücke auf Test, mache nebenher mal den Task Manager an und gehe auf Leistung. Dann sehen Sie, das System rechnet mit 14% Leistung. Das ist ein Dell Latitude, kein Dell Latitude, ein Dell Precision Notebook, das mit 4 CPU-Kernen kommt. Über diesen Hyper-Thread-Modus bringt er das auf 8 CPU-Kerne, die er simuliert. Und obwohl das Programm volles Rohr rechnet, haben wir eine Auslastung von 14% auf der Maschine. Und Sie sehen, es ist auch nicht furchtbar viel passiert. So, die andere Variante wäre natürlich, wir benutzen Threads. Ich kann jetzt in dem Programm einstellen, okay, ich möchte Threads benutzen und ich möchte mit 4 Threads entsprechend arbeiten. Wir haben 8 Kerne. Ich drücke wieder auf den Testknopf. Wir gucken wieder in unseren Taskmanager rein und Sie sehen tatsächlich, läuft der Rechner jetzt auch mit 50% CPU-Geschwindigkeit. Er ist viel schneller fertig. Tatsächlich fast 4-mal so schnell. Die Ausgabe dieser Daten, die er erzeugt, die Menge ist ja die gleiche. Dauert auch gleich lang. Das Beschreiben dieses Memo-Feldes kostet halt einfach. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, mit dem Schieberegler, ich gehe jetzt einfach mal auf 8 Kerne, führe das ganze Programm aus, dann sehen Sie, dass er auch 100% Rechenleistung erzeugt. Das heißt, wir arbeiten mit modernen Rechnern. Moderne Rechner haben selbst Handys, haben mittlerweile mehrere Kerne. Tatsächlich nutzen wir mit unseren Programmen aber nur einen Bruchteil der Leistung aus, weil es so kompliziert ist, Threads zu programmieren. Und hier hat der neue Standard ganz große Schritte gemacht. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal wieder in den Quellcode rein. Wir sehen hier Button 1, Klick, wenn die Methode entsprechend geklickt wird, räumt er erstmal die Zeilen auf. Damit das auch angezeigt wird, ruft er Application Process Messages auf. Dann rechnet er die Positionen, er geht also alle Orte durch, um sich die entsprechenden Extremkoordinaten zu bestimmen. Auch hier ein neuer C++-Standard. Es gibt eine sogenannte Chrono-Bibliothek. Die Chrono-Bibliothek, sage ich, ich brauche jetzt verschiedene Zeitpunkte, die über die Systemzeit gesteuert werden sollen. Das ist Start, Step und End. Dann setze ich den Startwert wieder über die Chrono-Bibliothek, indem ich System Clock Now sage. Das heißt, er merkt sich jetzt den Startpunkt, die Anzahl der berechneten Datensätze, Testsätze holt er sich aus dem Edit-Feld. Wenn die Checkbox 1 gesetzt ist, das war dieses Kästchen, Sie erinnern sich, Threads verwenden, dann geht er in diesen Modus. Wenn nicht, durchläuft er nur den unteren Bereich. Interessant ist für uns der obere Bereich. Sie sehen hier wieder C++, ich nehme mir einfach einen Vektor von einem Paar. In diesem Paar speichere ich sowohl ein Thread ab, als auch eine Liste mit Orten, mit dieser Testortstruktur. Als Werte, und Sie sehen, diese Trackbar-Position, das war die Anzahl der Threads, nehme ich mir einfach als Initialisierungswert. Das heißt, ich erzeuge jetzt einen Vektor, der im ersten Datenelement des Paars Threads enthält, im zweiten die Ergebnisliste dieser Threads enthält. Wieder unsere Vorschleife, es durchläuft mit diesem Range Loop diese Werte. Über Auto hole ich mir wieder den Inhalt zurück, das ist also dieses Paar. Erster Parameter, wie gesagt, das Thread. Zweiter Parameter, die Liste. Den Thread erzeuge ich, speichere den in den First-Parameter und sage, okay, benutze diese Funktion, generiert Werte. Sie sehen, es ist eine ganz normale C++-Funktion, die hier verwendet wird. Da ist keine Magie dran. Diese Funktion verwende, übergebe als Referenz den Second-Parameter, das ist die Ergebnisliste, die wir als Referenz, als Parameter übergeben.
Der zweite Parameter dieser Funktion ist die Anzahl der Datensätze, die erzeugt werden sollen. Der dritte Parameter ist die Ortsliste, die verwendet werden sollen, und dann diese beiden Positionsangaben. Und Sie sehen hier im Thread die Anzahl, die Orte und die beiden Positionsangaben werden übergeben. Und in dieser Schleife erzeuge ich jetzt quasi diese Threads und starte sie gleich. Das heißt, auf die Art und Weise habe ich die obere Funktion jetzt 8-mal parallel in der Ausführung. Die Ergebnislisten sind mit in diesen Strukturen getrennt und die entsprechenden Parameter sind mit übergeben. In dieser Vorschleife fange ich die Threads quasi ein. Ich synchronisiere das Ganze am Ende. Die werden natürlich unterschiedlich schnell fertig, auch das ist gar keine Frage. Über das Join habe ich immer die Möglichkeit, auf diesen Thread zuzugreifen. Das passiert im First-Parameter. Danach nimmt er sich die Zwischenzeit quasi über die Chrono-Bibliothek, wieder mit einer Range-Anweisung über die Vorschleife, generiert er über diese Ausgabe quasi das Feld, was dann quasi in das Memo-Feld ausgegeben wird. Und wir haben eine Mehr-, also eine parallele Anwendung. So einfach ist es mit dem neuen C++-Standard entsprechend Anwendungen zu schreiben. Auch eine andere Geschichte aus dem neuen C++-Standard, die ich einfach mal eingebaut habe. Wir kennen das alles. Wir haben diese Testwerte zum Beispiel, wenn wir das Programm uns nochmal angucken. Ich führe das nochmal aus und sage, okay, ich mache das wieder kleiner, damit das nicht so lange dauert. Erzeug mir mal die Testwerte. Dann sehen Sie, es gibt auf der einen Seite die Position, die durch den Zufallszahlengenerator bestimmt wurde. Dann die Entfernung von dem nächsten Ort, den er gefunden hat. Das heißt, diese Position befindet sich 27 Kilometer von Zittau entfernt, also irgendwo eventuell sogar auf der polnischen Seite, die er entsprechend berechnet hat. Das heißt, er hat den nächsten Ort gesucht und gibt den entsprechend mit aus. Das heißt, eigentlich ist der Rückgabewert, den wir hier verwenden, in dieser Liste, besteht aus drei Werten. Aus der Position hier vorne, aus dem Abstand und aus vier Werten sogar. Aus der Position hier vorne, aus dem Abstand, aus der Stadt, die er gefunden hat, und dann natürlich nochmal die geografische Position der Stadt. Das heißt, diese Funktion, die wir haben, liefert mehrere Werte zurück. Jetzt haben wir in C++ natürlich die Möglichkeit, wie in jeder anderen Sprache, wir können eine Struktur machen oder eine Klasse sogar dafür schreiben. Um Gottes Willen, wir schreiben eine ganze Klasse mit Selektoren, mit Manipulatoren, mit Opera, also mit Zuweisungsoperatoren, mit Konstruktoren, mit Destruktor, das ganze Teil nur, um diese entsprechende Datenstruktur verwenden zu können. In C++ haben wir jetzt eine andere Möglichkeit. Das ist das sogenannte Tupel. Damit das Tupel verwendet werden kann, muss die Header-Datei Tupel mit inkludiert werden. Das heißt, ich bilde mir jetzt einfach ein Tupel und sage, okay, der erste Wert ist die Position. Die Position besteht aus zwei Parametern. Der zweite Wert ist ein String. Der dritte Wert ist wieder die Position, an der sich diese Stadt befindet, die er gefunden hat. Und der vierte Wert ist ein Int-Wert. Und das Ganze nenne ich MyTest-Werte. Das heißt, ich habe jetzt mehrere Daten zusammengepackt, die ich gemeinsam behandeln kann. Und diese Daten, die packe ich jetzt in Vektor. Und sage, ich habe einen entsprechenden Vektor und ich habe eine entsprechende Liste. Es gibt beide Varianten. Einmal als Vektestorte, einmal als Listtestorte. Und die können entsprechend ausgegeben werden über diese Ausgabefunktion. Und gucken wir uns jetzt die Ausgabefunktion einfach mal an. Wie arbeite ich dann mit so einem Tupel? Dann sehen Sie, dass hier eine Funktion get aufgerufen wird mit der Template-Syntax. Das heißt, das ist der dritte, 0, 1, 2, 3, der vierte Wert. Also immer hochgezählt von 0. Da haben wir es, da vorne ist das get 0 mit dem Ort. Dann haben wir die Angabe 3, die vierte Angabe ist die Entfernung von dem Ort gewesen, gefolgt von dem Namen des Ortes. Das ist der erste, also der zweite Parameter, und der dritte Parameter ist die Positionsangabe des Ortes, die in dieser Liste ausgegeben wird. Machen wir das nochmal, dann sehen wir, haben wir nur 1000 Werte, das geht ganz schnell, dass das genau die Werte sind. Das ist die erste Position, die er ermittelt hat, der Abstand von dem Ort, an der Position befindet sich der Ort, das entsprechend ausgegeben. Das heißt, wir sind in der Lage, uns diesen Einzelwerte wieder zurückzuholen über die Get-Funktion. Es gibt mit Tupels noch eine ganze Reihe anderer Geschichten. Das Generieren der Testwerte
Dafür brauchen wir Make-Tupel. Hier wird der Testwert entsprechend gebildet. Und hier unten sehen Sie das Einfügen in die Liste. Pushback fügt ein Element an die Liste an. Hier wird die Funktion oder das Konstrukt Make-Tupel aufgerufen. Hier werden die entsprechenden Daten quasi zusammengepackt, in diese Liste hinten eingefügt und können dann übergeben werden. Das heißt, der neue C++-Standard gibt uns wirklich sehr viele Möglichkeiten, viele Sachen zu vereinfachen, kürzer zu machen. Die gute Nachricht daran ist, für den 64-Bit-Compiler funktioniert das wirklich alles hervorragend. Sie haben gesehen, das Programm arbeitet. Sie haben gesehen, ich kann mit Threads entsprechend agieren und kann das zusammenbauen und kann den Rechner auf eine relativ einfache Art und Weise auslasten. Das ist, wie gesagt, die Kurzeinführung für den C++-Builder, die wir eben gesehen haben. Das ist eine ganze Menge neuer Stoff, der, wenn Sie die Blogs von Empagadero verfolgt haben in den letzten Tagen und viele andere Aussagen, interessant zum Beispiel auf der Microsoft Build-Messe, der großen Hausmesse von Microsoft vor einem Monat, hat Herb Zatter einen dritten Tag die Keynote gehalten und einen großen Vortrag über die neuen Eigenschaften von Visual Studio 12, im zweiten Teil über C++. Es gibt eine neue ISO Foundation, eine ISO C++ Foundation, an der nicht nur Microsoft beteiligt ist, sondern viele andere große Firmen. Ich hoffe, dass Empagadero sich da auch aktiv dran beteiligen wird, die jetzt endlich dafür sorgen wollen, dass der C++ Standard zu den Leuten gebracht wird. Dass C++ eben nicht dieses Schattendasein führt, sondern dass das Marketing der anderen Programmiersprachen C++ quasi nicht übertönen kann. Und wir sind an einem Punkt, der sich wirklich lohnt, sich mit C++ wieder zu beschäftigen, sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich hatte Herbst hat er angesprochen, das Originalzitat von ihm war Microsoft Love C Sharp and .NET, Microsoft Love HTML and CSS, Microsoft is built on C++. Klarer kann man diese Aussage gar nicht treffen. Alle oder viele große Programme, die wir kennen, sind in C++ geschrieben. C++ ist wieder da. GT hat das gesagt, C++ ist back. Aber auch ganz klar mit der Aussage, dass wir an dem Punkt stehen, an dem wir uns wirklich wieder damit beschäftigen müssen, wo wir unser Wissen wieder auffrischen. Dass das jetzt ein sehr schneller Überflug war, wo viele Sachen nicht zu verstehen waren, sicherlich, weil der Überblick ist verständlich. Ich habe gestern einfach mal eine Auswertung in unserem System gemacht, was wir an unseren Schulungen in nächster Zeit haben. Und habe das hier mit reingebracht. Wir bieten also im nächsten Halbjahr diverse Schulungen für den C++-Builder XE3 an. Und auch die Kontaktdaten noch relativ kurz. Wenn Sie Fragen zum C++-Builder haben, Fragen zu Updates haben, haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, sich an Empagadero direkt zu wenden. Wenn das eher technische Fragen sind, wo Sie Hilfe brauchen, stehen wir Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung. Wir haben hier unsere Telefonnummer und unsere zentrale E-Mail-Adresse, unsere Webseite, wo die Schulungen allerdings noch nicht drauf sind, weil ja, ich das gestern wirklich aktiv aus dem System einfach mal schnell rausgezogen habe und wir in der aktuellen Planung für das erste Halbjahr ja noch drinstecken. Aber wie gesagt, die Termine hier entsprechend stehen und besonders wichtig und die findet auch das vierte Mal statt, ist sicherlich die C++ Powerwoche, was eigentlich ein intensiv Auffrischkurs für C++ ist, der Ihnen hilft, mit den neuen Eigenschaften des C++ Standards zu arbeiten. So, soweit der aktive Teil von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob hier schon Fragen angekommen sind. Ich habe das erste Mal dieses Tool vor mir als Präsenter. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand zuhört. Also 28 Leute hören zu. Aber wenn Sie Fragen Erfolgreich, hör auf haben, jeden Fall selber noch ach naja, zu. wenigstens einer. Das ist ja immer das Makabre an Webinaren. Man redet mit dem Rechner. Man fühlt sich irgendwann Ja, grandios das ist allein. relativ monoton. Hier kommt ein Kommentar von Martin Stratmann. Ja, Vortrag war gut. Vielen Dank, Herr Stratmann. Michael Bielau bestätigt das an der Stelle nochmal. Ansonsten, wie gesagt, haben Sie ja innerhalb des Control Panels von GoToWebinar die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen.
Offensichtlich kommen aber momentan keine großartigen Fragen rein. Entweder war es selbsterklärend oder du hast die Leute abgehangen. Also die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Ich beende auf jeden Fall hier schon mal soweit die Aufnahme. Das heißt, das spart mir gleich ein bisschen Zeit, was zu schneiden. Und wir sind auf jeden Fall noch mal so 5 Minuten hier in dem Webinar. Ansonsten, Volker, wenn du nichts mehr zu sagen hast, hast du noch was? Wenn keine Fragen kommen, habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Also ich hoffe, ja, wie gesagt, dann ist schließen klar, wir auf jeden neuer Fall Stoff schon, da war. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Dann schließen wir auf jeden Fall mal offiziell das ab. Wir stehen, wie gesagt, noch für Fragen zur Verfügung und danken auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Dann geht es natürlich auch schon weiter mit Volker Hillmann. Nächste Woche gibt es dann auch weitere Termine, die Volker hier an der Stelle dann präsentiert. Ich erinnere nochmal daran, morgen geht es dann auch weiter im Sinne von Visual Life Bindings, auch was den C++-Bilder betrifft. Also das kann man auch darauf adaptieren. Windows 8 Modi New Eisteil-Anwendung am 18. Dezember, wie auch am 18. Dezember C++ mit dem C++-Bilder XC3, wieder von Volker, morgens einmal um 10 Uhr, mittags um 14 Uhr und am 20. Dezember dann nochmal HTML5-Bilder. Gut, Fragen sehe ich hier momentan auch keine weiteren, also von daher vielen herzlichen Dank soweit für Ihre Aufmerksamkeit und wir beide sind noch ein bisschen da, schließen jetzt allerdings offiziell die Aufnahme und auch den Audiokanal.